Gentlemen, I think I got something good. What? What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Get your hands off me. You thought I wouldn't find you, Tilly? You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! Komm, wir gehen aber lieber rüber und schauen uns das mal an hier, in diesem wunderschönen Städtchen Valentine. Leute, was ist hier los? Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Lass die Finger von dem Mädel. What exactly? You wanna find out? Uh-oh. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Mm-hmm. Uncle! Look after her! I'm gonna go see about Karen in the hotel. Da hat eine von unseren Mädels Probleme. Die kommt ja auch aus unserer Gegend. Du suchst das Hotel nach Karen. Was sieht so richtig geil aus, diese Wildweststadt. Das muss man einfach mal sagen. I do all I can manage. Are you doing all you can? Huh? Use your Can I help you, sir? To help the weak. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend of hers. Mhm. Die haben direkt erstmal Spaß, die Mädels, du. Wenn wir da eingeschlafen sind hier in dem Städtchen. Kein Wunder bei dem ganzen Stress in den ganzen Tagen. No trouble now, please. Jetzt werden wir erstmal welche überraschen beim Sex. Nee, nee, ich will keinen Ärger machen. Oh, weg von mir, das hört sich gut an. Hey! Who are you? A friend of hers. Get out of here, buddy, I paid. Ain't paid a hitter, you goddamn animal. Come here! Aua, bist du bescheuert, Junge? Wasting my time. What the hell are you doing here? Trying to play him. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just men. But stupid bastard was boasting about the bank. A bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. I hope, everything's okay up there? Ja, ja, alles super, keine Sorge. After you. Er hat erstmal einen auf die Nase bekommen, ja, und unsere Freundin... Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on. Get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Verfolge den Mann aus Blackwater. Get back here, right now!
Nimm mal das Lasso. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und die Indianer. Guck mal nochmal hier drüber. Vorsicht, Mann. Scheiße. Muss ich dranbleiben. Vollpower. Und wir kommen näher ran. Why are you telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now, please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now, please pull me up. Please. Please. My hands are slipping. Now, come. All right. Come on. Dass das eine gute Entscheidung ist? You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. Here is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us. If we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. I haven't. Not one lick. Not one cent in this here old mind. Gute Reise, Jimmy. Come on. Come on. You have a nice day now, sir. Ja, mach's gut, Mann. Ciao. Und wehe, du kommst uns hier nochmal in die Quere. Oh Mann, dieser Jimmy. Super geil. Die Animation, wie er da wegläuft, nicht irgendwie staccato, zackelig, irgendwie so computergesteuert, sondern super. Realistisch. Also, ich werde das noch tausendmal sagen, weil es einfach so ist, ne? Oh, da ist irgendwas zu sammeln, oder? Mal gucken hier. Ein paar Blümchen pflücken. Ach, guck mal einer an. Na, Perfektamente. Eine wilde Möhre. müssen wir mal kurz gucken, oder? Eine wilde Möhre? Na, schön. Gibt es hier alles Mögliche. Kann zur Herstellung verwendet werden. Pflanzen. Ja, da brauchen wir jetzt nicht. Ach, schön, ey. Das ist echt geil. Lecker, lecker Möhrchen. Guck mal, hier kann man noch drehen. Streckt. Was ist da? Ist da noch eine wilde Möhre gewesen? Ja, komm, die gönnen wir uns direkt mal. Die ist gut für die Gesundheit. Sowas Leckeres, lange nicht gegessen, wie so eine wilde Möhre. Krass. Nee, will ich ja gar nicht. Wollte eigentlich nur aufsitzen. Es gibt so viele Tastenkombinationen hier. Wenn es dann gedrückt hält, steckt da ein Lager auf. Aber das ist ja auch cool. Das können wir. Hier wäre auch ein super schöner Ort für ein Lager, ne? Leute, bin echt geflasht. Macht so Bock. So, ich hoffe, der Typ macht uns keine Probleme mehr. Wir reiten mal zurück. Designs on it.
Na, mein Lieber. Here's your horse back, friend. Oh, you really were just borrowing it. Appreciate it. Ja, ich hab's mir wirklich nur ausgeliehen. War eine Notsituation, sorry. Getting quick, folks, before I eat all these chops myself. Hey there, pal. Hello there. Can you help me? Could you use some help finding my way home? You change your mind? I can't make heads or tails of where I'm at. I live in front of the saloon. Next to the freight station. You know if I'm heading in the right direction? Sure. Just head over that way. You'll get home fine. Thank you, mister. Certainly do appreciate it. Certainly do. Na, vielleicht hilft uns das ja nochmal weiter, dass wir ihnen den richtigen Weg gegeben haben. Weil, wie gesagt, alle Entscheidungen sind hier für den weiteren Spielverlauf wichtig. Never too soon, huh? Thanks, mister. Oh, schöne Matschwitze. Der Charakter kann ja auch dreckig werden und alles. So, und hier haben wir unsere nächste Mission, nachdem wir das erledigt haben. Oh. Wird auch schön gebaut gerade. Hey there. Hey, partner. Hey, partner. Been a good day so far. That's good. Hey, watch it. Okay, die sind da drüben. Hello. Im Saloon. Sehr geil, diese typischen Türen. Hey, all right, there we go. Barney. Cool, der Klavierspieler ist ja auch nice. Oh, was haben wir denn da? Jolly Jack Cigarettes. Zigarettenbilder, die hat man damals gesammelt. Oh la la. Pleased to meet you. Well, ain't you just the toughest teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey. There he is. Watch where you're going. Take it easy, are you about pal. To kiss that guy or punch him? Oh, and we have our answer. Come here, you. Ouch. Ouch. We can handle these fools. Oh, der ist stark. Jetzt reiz. Ausnahmsweise einer, der boxen kann. Schöne Links-Rechts-Kombination. Und drauf aufs Näschen. Bam! Bam! Aber der ist down. Braucht ihr Hilfe? Der Bill. Autsch. Scheint ein bisschen härter zu sein, der Gute. Auf die Mütze, also richtig. Patsch. Richtiger Bud Spencer-Move. Terence Hill-Style. Komm, hier, wie immer. Okay, komm. Verdammt, wir müssen, glaube ich, hier was tun, schnell. Bitte, Klavier. Oh, fuck. Der ist stark. Come on, pretty boy. Pretty boy, you're kidding me.
be so pretty when I'm done. Go on, Tommy. So, jetzt hier. Oh. Come on. I ain't even stuck. Probieren auszuweichen die ganze Zeit. Aua, Kopfnuss. Jetzt sind die Ärmte. Autsch. Oh, das tat weh. Mann, lass mich los, du Sack. Komm schon. Oh, der will mir den Dreck werfen. Das sehe ich anders. Unglück. Und jetzt gibt's auch die Fresse, du Arsch. Na, wer ist jetzt dreckig und liegt am Boden? Gib endlich den Geist auf, du Arsch. Yo. Oh, der Gesicht wird immer blau. Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir. But please, I beg you. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Na, zumindest ein bisschen sauberer gemacht. Muss ich da. Da müssen wir wahrscheinlich neue Klamotten wechseln, ne? Sehen wir natürlich aus wie der letzte Schlumi, ey. Mission abgeschlossen. Super. Können wir uns noch ein paar Details ansehen? Ja. Die Muße eines Amerikaners. Während Javier, Charles und Arthur sich bei den Gästen in Smithfield Saloons beliebt machten, zettelte Bill eine Prügelei an. Genau. Vor allem mit den Mädels lief ja auch nicht so atemberaubend. Ne? Ich dachte schon im Saloon jetzt hier, ein kleiner Flirt wie bei Cassandra mit in Assassin's Creed, ne? Da sind wir ja auch öfter mal unterwegs hier, ne? So, beim Doktor, könnte ich mal nachfragen eigentlich, ne? Hey, ja? Hello, Mister. Howdy. Oh, können wir auch ausrauben, geil. Das sollte man nicht machen. Ich würde hier aber mal ganz kurz einen Speicherstand anlegen, weil das, glaube ich, ein guter Speicherstand ist hier bei Spiel. Und dann kann man hier nämlich immer so einen Speicherstand machen, wo wir immer rowdy-mäßig losziehen. So, ja, möchte ich einen neuen Spielstand anlegen. Achtung, möchtest du einen neuen Spielstand anlegen? Das ist auch so eine blöde Frage eigentlich, ne? Also, natürlich. So. Mind yourself, partner. Sorry. Und vorne können wir uns ein paar Schießeisen holen. Give a fella a nickel. Give me a dime. Give me something. Heard tell some fools looking for oil, man. Hello there. I just
just want to get a yeah, drink. Yeah, that's about right. I'm parched. Jetzt irgendeiner hat ja ein Problem, ne? Partner? Stupid jackass. Was ist er denn hier? Das ist doch noch so ein Typ. Muss doch noch irgendwer rumrennen. Da vorne. Ach komm, dem Obdachlosen helfen, oder? Hey, Brother. Alter. Amazon, I'm too old to get a job, Mister. Way too old. Can't we be friends? Sure. I'm so happy. I ain't had a friend in a long time. Long, long time. My last friend died. Weren't my fault. They said it was, but they was wrong. It's fun being with you, mister. Can I hold you a second, mister? Can I? Oh Gott. Umarmen will er mir jetzt auch? Nee, das mal. Oder? Oder soll man es umarmen lassen von dem? Ja, komm. Das ist ja übel. Okay, just quickly. Och, Mensch. That felt good. Der Arme. It's nice to be held sometimes. Oh, we used to hold each other in the war. You got sad eyes, mister. Like you've seen sad things. Remember with kindness. Na, mach's mal gut, du. Der kommt jetzt die ganze Zeit mit, oder was? Nee, du kannst ruhig hier bleiben. Wir sind jetzt Freunde, ist alles gut, aber du musst jetzt nicht hinterherlaufen. Du hast eine fremde Person getroffen. Fremde Personen sind auf der Karte mit Fragezeichen markiert und können dir verschiedene Aufgaben geben. Oh, dann gehen wir da doch mal hin. What really happened at Sylvia's Saloon back in 76? Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history. Done and dusted. The dead got off lucky, the living gotta keep suffering. Same as always. But did you shoot the Newton twins? I don't give a pig's penis about the Newton twins. One of them was a girl. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book... I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some... sad, deluded fools like him. Ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him. Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos.
Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here or some other flophouse. Ja, Fotos kam der auch so richtig ins Rennen in der Zeit. Ein bisschen vorher natürlich, aber das ist natürlich auch eine ganz tolle Erfindung. Die Fotografie, die Kameras, Wahnsinn eigentlich, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Und dann gab es Telegrafenmasten am Anfang und dann Telefonmasten. Irgendwann kam auch der Strom in die Welt und so weiter. So, da haben wir auf jeden Fall was Gutes gemacht. Ich würde mal sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Karte. Hier können wir nochmal sehen, dieses Örtchen Valentine. Haha. Das ist auf jeden Fall mein Town. Das ist mein Place hier auch. Die Postmeisterei ist hier auch. Und wenn wir Missionchen weitermachen wollen, müssen wir hier zum Lager zurückreiten. Was hier? Oh, Reverend Swanson. Oh, der hat irgendwas unten beim See gefunden. Hat der José gesagt. Okay, ich würde sagen, wir markieren das mal hier. Winken uns. Not again. Oh, das ist außer Hörweite. Ja, das kann uns jetzt nicht erreichen, weil wir gar kein Pferd hier haben, ne? Verdammt. Was ist denn mit der Kutsche eigentlich abgeblieben? Die müsste doch noch da stehen. Vertief eure Verbundenheit, um dein Pferd auch aus größerer Entfernung herzurufen zu können. Jetzt sind die natürlich weggeritten. Das ist ja toll. Das ist ja eine Unverschämtheit. Pferd! Damn. Ja, damn, Mann. Jetzt haben wir gar nichts hier. Sollen wir jetzt zu Fuß zurücklatschen oder was? Die sehen ja auch kriminell aus. Gentlemen. Es ist auch spaßig, den Ort noch. Mr. Sheriff. Evening. So, da wurde ja auch ein Aushang angeblich, wurde ja noch erwähnt, dass es hier beim Sheriff angeblich einen Aushang für Kopfgelder gibt. Das will ich mir auch noch anschauen. War das die Bank? Nice. Welcome. Good evening. Evening. Ne, die Bank ausrauben will ich jetzt nicht. Und da steht auch einer, der da aufpasst. Seht ihr? Boah, geil. Also sich die Stadt mal so ein bisschen anzugucken, ist schon ziemlich nice. Da vorne auch die Kapelle, waren wir auch noch nicht. So, das ist die Bank. Und was haben wir dann hier? Das Hotel, das Saints Hotel war das. Genau, das ist der General Store. Der Saloon. Drugstore. Hier wird gerade noch gebaut. Mal gucken, was da entsteht. Und hier ist der Sheriff. So, da will ich auch nochmal reinschauen. Oh, Entschuldigung. Die Tür aus der Angel gerissen. So. Hey, I'm gonna be watching you. Nothing to worry about here, I assure you. Ich habe gehört, hier gibt's Kopfgelder. Hey, Mister. Oh, ja, können wir mit den Gefangenen reden? Evening, Ted. Go bother someone else. Der will jetzt gerade nicht geärgert werden. Okay, ich weiß nicht, ob es hier, wie wir das machen mit den Kopfgeldern oder ob es hier schon welche gibt oder wie wir die abholen können. Das habe ich noch nicht rausgefunden, aber das werden wir sicherlich auch noch in Erfahrung bringen. Guck mal, da ist doch so ein. Evening, Mister. Hier ist noch die Zeitung zum Verkaufen. Guck mal, jetzt wird's Abend. Eine kaufen wir mal. Komm, gucken wir uns auch mal an. UNOVA Gazette. Mhm. Evening, sir. Moment. Nee, ich will den hier machen. So. Die Karte können wir uns natürlich auch nochmal anschauen. Spieler, wo kann ich das jetzt sehen eigentlich nochmal? Diesen Mist. Was haben wir hier noch? Ich glaube, dann haben wir auch. Ah, das ist der Waffenladen. Okay. You're that fellow who had to fight with Tommy outside of Smithfield's? Yep. People are still talking about that fight. I ain't. Well, fair enough. Neither's Tommy. Anyway, how can I help you today? Wir wollen uns natürlich auch mal einmal den Katalog anschauen. Let's have a look. So, dann haben wir wirklich alles gemacht.
Revolver gibt's hier, Repetiergewehre, Gewehre, Flinten, Pistolen. Mal gucken, was hier bei Pistolen steht. Oh, nice. Was? $0? Ja, die nehmen wir mit. Carry it with pride. Geil. Im perfekten Zustand. Ja, das reicht ja erstmal. I'm looking forward to testing this out. Nice, Freunde. Noch eine Knarre abgestaubt, die wir bekommen haben. Wasch dich mal, schreibt der Blaulicht. Irgendwie, es wird langsam echt Zeit, dass wir uns mal waschen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt zu Fuß zurückgehen müssen. Da müssen wir uns ja fast ein Pferd klauen hier. Wir können natürlich auch nochmal da unten im Ort schauen. So, einmal in die Tasche gucken. Moment, hier können wir natürlich auch noch die Zeitung anschauen. So, das wollte ich ja natürlich euch auch noch machen. Ne? Zug überfallen. Feldschlacht fordert viele Opfer. Ein Privatzug. Okay. Wurde am helllichten Tage vom massierten Gesetzlosen überfallen. Alles klar. Ja, das könnt ihr euch natürlich alles in Ruhe durchlesen bei YouTube, wenn ihr Pause drückt. So, schwere Folgen des Schneesturms in den Grizzlies. Ah, Schneestürme haben auch einige mitbekommen. Familie ermordet, Land der Gesetzlosen. Aha. Ach. Schon geil. 21 bei Eingriffen ums Leben gekommen. Ein Mann mit blutiger Bilanz. Vom O'Driscoll. Den kennen wir, Driscoll. Das ist ja von der gegnerischen Bande. Ketzerei, religiöse Sekte wirbt neue Mitglieder. Bürger von Valentine protestieren. Streit um mexikanische Grenze spitzt sich zu. Soldaten sperren Grenzübergang. Suche nach alten Knochen. Dinosaurierjagd geht weiter. Bäumpest breitet sich aus. Oh, ankommende Schiffe unter Quarantäne. Na wunderbar. Kriegsausbruch in den Philippinen. Widerstand gegen die Vereinigten Staaten wächst. Ja, das ist ja auch krass. Die erste philippinische Ruhe. Ach, das ist so krass. Wenn man überlegt, was da abging zu jener Zeit. Bärenangriff versetzt Anwohner in Angst. Mann bei Jagd getötet. Boah, da kann man ja tausend. Überleg mal, wie viele Artikel hier alleine drin sind. Ach, da haben wir es auch. Also, wer es alles lesen will, einfach mal Pause drücken. Du bist in der Zeitung. Ja, Rossi. Ach, guck mal hier. Was ist das denn hier? Der ist ja süß. Eine beliebte Hundrasse. Der Coonhound. Mit ausgeprägten Großsinn. Herausragender Jagdhund. Hello, boy. Hundidiebe. Kann doch nicht sein. Wir können uns ja hier einfach jetzt ein Pferd zocken, ne? Machen wir auch. Dann reiten wir mit dem zurück. Würde ich doch mal fast behaupten, oder? So. Lageanfrage, Javier Escuela. Das ist das Protokoll mit den Aufgaben. Dutch hat um eine Pfeife gebeten. Mhm. Sollen wir dem eine mitbringen? Das können wir mal gucken, ob wir da noch eine finden. Die Edelsmänner und die Frau. Okay, das war diese eine Mission. Und das hier ist der Stress. Aber die Pfeife könnten wir eben noch holen. Das ist echt eine schlechte Idee. Komm, ob der Laden noch auf hat. Natürlich fraglich, aber es ist jetzt noch nicht so spät, glaube ich. Können wir eben noch darüber rennen. Genau, der Online-Modus wird ja nachgereicht. Der kommt dann ja auch hoffentlich bald. Das wäre natürlich super geil, hier mit Freunden durch die Welt zu ziehen. So, ich würde sagen, den kriegen wir beim Bedarf laden. Ja, oder im Drugstore? Können wir den da bekommen? Ich hoffe, die haben noch offen. Entschuldigung. Oh, verdammt. Die haben echt geschlossen. Das ist ja eine Unverschämtheit. Okay, dann reiten wir erstmal zurück und kaufen das ein anderes Mal. Ich muss jetzt so ein Pferd nehmen. Let's move. Oh Gott. Ich hab's mir nur ausgeliehen.
Hi. Oh, ich bin das mal lieber wieder an. Nicht, dass ich jetzt nachher Scheiße baue oder so. Ich wollte das ja gar nicht klauen. Eben habe ich doch auch noch. Habe ich doch auch noch zurückgebracht. Das ist der Zeuge vom Pferdediebstahl. Fellers? Hey. Ach du Scheiße, ey. Wo ich mir dieses verkackte Pferd geklaut habe, oder was? Na gut, dann. Let's go. Echt, jede Aktion hat eine Auswirkung. Aber $25 Kopfgeld sollte ich ja fast bezahlen. Na, das ging ja richtig gut, ey. Eben habe ich mir das Pferd doch auch noch ausgeliehen. Da dachte ich, vielleicht könnte man das einfach wieder abgeben. Und wenn ich dann direkt gefangen, weißt du, wenn man das nimmt. Aber man ist direkt im Arsch. Okay, das bedeutet, jetzt reiten wir zum Lager. Wenn du auf Fremd reistest, balle du Pferdedieb. Geil. Ich will das gar nicht klauen, Leute. Okay, die sind falsch geritten, zum Glück. Aber die suchen mich da jetzt natürlich mit der ganzen Mannschaft. Da müssen wir das Kopfgeld irgendwie zahlen. Das sind $25 oder so. Dann bringen wir erstmal das Pferd zurück. Ob das auch $25 wert ist, ist halt die Frage, ne? Heilige Scheiße, ey. Erstmal das Pferd gestohlen. So. Wir müssen ja eh in die ganz andere Richtung. Wir müssen hier hin. So, dann drehen wir mal um. In New Hanova kommen $25 Kopfgeld. Und das können wir jetzt abzahlen beim Sheriff, oder was? Da lief doch Bombe, würde ich sagen. Heilige Scheiße. Okay, die Verbrechen sind nicht vergessen. Die Fahndung kann wieder aufgenommen werden. Da müssen wir einmal $25. Zum Glück nur $25, die haben wir schnell bezahlt. So, und dann sind wir zurück. Ohne Pfeife allerdings erstmal. Ja, guck mal, wir haben ein neues Pferd mitgebracht. Dann der in der Satteltasche. Oh. Ein bisschen rum, dann kackt das Pferd erstmal ab. Hosea, auf die Jagd gehen können wir mit ihm. Und hier haben wir dann jetzt noch ganz viele Missionchen in unserem Lager. Mensch, da muss ich mir mal jetzt echt, das wird ja noch ein Abenteuer, ey. Dass ich jetzt hier direkt ein Kopfgeld habe, aber das kriegen wir gelöst. Und da sieht man aber mal, direkt auf die Nase bekommt und man sieht schön, wie schnell das gehen kann, liebe Freunde. Ja, und dann werden wir uns jetzt im Lager irgendwie umschauen, mal ein kurzes Päuschen machen und melden uns dann bei YouTube in der nächsten Folge wieder zurück, wo wir dann hier ein paar Missionen im Lager erledigen werden. Und kurz hier bei Twitch, bei den Live-Zuschauern, gibt es jetzt ein kleines Päuschen. Bis gleich.